Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. So, wir waren hier an Bord der Teladi Handelsstation. Ich wollte gar nicht handeln, ich wollte abdocken. So, und wir waren hier unterwegs. Autopilot deaktiviert. Jo, haben den Sektor hier gefunden und haben einen Satelliten ausgeworfen. Und werden jetzt in Richtung Süden wieder fliegen. Zeus Geist haben wir hier gefunden und fliegen dann in die Piratensektoren. Hatigwas Glaube wäre so ein Kandidat. So, Südtor. Da müssen wir in Richtung. Wo ist denn Südtor? Da oben ist das Südtor. Ja, wir wollen nämlich wieder Piraten erobern, Piratenschiffe erobern. Und dazu müssen wir natürlich auch erstmal Piraten finden. Und darum begeben wir uns in die Nähe von Piraten. Ich denke mal, wir könnten hier auch selbst als Pirat agieren und hier die ganzen Teladi-Taxi-Dienste überfallen. Aber das machen wir dann doch nicht. Wir wollen uns den Ruf hier nicht versauen und uns lieber gegen die Piraten wenden. Ich glaube, damit können wir unseren Ruf eigentlich auch nur bei den, also eigentlich nur verbessern, außer bei den Piraten natürlich. Und letzten Endes haben wir mehr davon, denke ich. Reichesystem, Firmenstolz. Jo, dann fliegen wir durch den Sektor Firmenstolz, wobei wir fliegen vielleicht, Moment, was ist denn hier in der Nähe? Kur. Nostrop, Teladi, Nostropöl, Teladi, Tiefkühltransport, Gaia, Der wird von den Pirat, Pirat, Piraten angegriffen. Teladi, Piratenbasis. Schauen wir uns die mal an. Was hat die denn da an Bord? Lebenserhaltung, System Override, Software. Und ich glaube, die haben gerade ein Frachtschiff zerschossen. Ja. Oh, die schießen aber aus einer großen Entfernung. Und der Frachter hat sofort seine Drohne rausgeworfen. Das bringt ihm aber nichts, da die Kanonen so weit schießen. Oh Mann. Gut, dass wir hier kein Frachtschiff sind. Wir fliegen direkt mal in Richtung Süden. Was befindet sich denn da hinten? Nostropöl. Boah, 2000 Einheiten Nostropöl. Das wäre natürlich was für einen Frachter hier, um das mal einzusammeln. Wobei, dass ich damit natürlich auch in Gefahr begeben würde. Piratenbasis, Firmenstolz. Das ist aber gar kein Piratensektor. Das ist nämlich ein Teladi-Sektor. So, wir fliegen jetzt in Richtung Osten. Dazu müssen wir, wo müssen wir hin? Ich sehe das Osttor nicht auf der Karte. Da unten ist es. Da müssen wir hinfliegen. Schöner Planet da im Hintergrund, hinter dem anderen Planeten. Vielleicht ist es auch ein, ist es auch einfach der Mond des Planeten. Ist aber auch egal. Sieht schick aus. Sieht sehr schön aus. So, und wir fliegen einfach mal in Richtung Osten und theoretisch, wenn ich jetzt gerade so sehe, diese Piratenbasis zerschießt hier die ganzen Frachtschiffe. Wir könnten eigentlich auch die Piratenbasis zerstören. Müssten dazu die Kanonen einzeln auseinandernehmen. Dann die Piraten, die in der Piratenbasis wären. Und dann, ja, dann könnten wir eigentlich die Basis angreifen. Eventuell bräuchten wir dafür aber ein größeres Schiff, weil wir da vielleicht nicht durch die Schilde durchkommen. Oder vielleicht gar nicht erst so lange überleben, weil uns die Kanonen vorher schon zerstört haben. Tja, das wäre eine interessante Sache. Erreichesystem, Turuks Bart. So, jetzt sind hier ein paar Piraten. Die schnappen wir uns. Aber ganz Pirat, sicher. Bussard. Wenn wir denen mal hinterherkommen. Ah, die fliegen ganz schön schnell. Wir wollen auf jeden Fall in Richtung, ja, wir können natürlich auch in Richtung Norden fliegen, aber eigentlich möchte ich in Richtung Süden. Aber ich sehe schon, dass wir denen näher kommen. Zwar ganz schön schnell näher kommen. Wollen die vielleicht da hinten drüber? Nein, wollen sie nicht. Sie kommen eher in unsere Richtung. Aha, da hinten Ziel sind ist noch nun mehr in Piraten. Feuerreichweite. So, dann machen wir uns mal drauf gefasst, die abzufangen.
Naja. Schießen wir erstmal hier drauf. Die Piraten. Gut. Sehr schön, ein Schiff haben wir schon mal. Split-Ausrüstungsdock. Chipwerk, Das hat Alpha. doch ein Shift und T. Pirat, Jetzt müssten wir noch Harrier. den nächsten Gegner aufschalten. Genau. Split sagen, dies ist dein letzter Kampf. Die Familie Ronka und die Split-Dynastie erkennen ihre wertvolle Unterstützung dankend an. Ja, gern geschehen. So. Tja, dann müssen wir den wohl alle machen. Kein Ziel. So, jetzt war hier noch ein Schiff. Das holen wir uns. Bevor die anderen Piraten näher kommt, ne? Bossard war das. Bussard, Sie haben an Ansehen gewonnen. Gut. Freund der Familie, natürlich. Wir fliegen mal näher ran an das Schiff. Noch ein bisschen und halten an. Steigen mal aus. Bussard, Schiffssteuerung transferiert. Gut. Nova, Angreifer. So, dann soll das Schiff jetzt mal, unsere Bussard soll andocken an dem Ausrüstungsdock hier vor Ort. Andockerlaubnis erteilt. Ich bin mir Kommando nicht sicher. akzeptiert. Vielleicht kann man das auch an einem dieser Ausrüstungsdocks verkaufen. Sicher bin ich mir da aber nicht. Ich glaube, das war mal ganz früher so gewesen. Bei X2 war es so, dass man da auch Schiffe verkaufen konnte. Da gab es diese kleineren Docks. So, Moment, jetzt haben wir hier unten noch eine Station, ein Chipwerk. Chipwerk, Alpha. Autopilot, Andockerlaubnis Ich erteilt. könnte Autopilot da aktiviert. noch einen Zwischenstopp machen, bevor hier die ganzen Falken aufkreuzen und uns Probleme noch bereiten. Oh, die kommen aber schon nah. Wollen wir erstmal landen. So, und dann befürchte ich, Andockvorgang werden erfolgreich. wir gleich. Teil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie heißt gute Freunde an Bord willkommen. Ja. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk Hier hergestellt. kriegen wir Informationen, die kaufen wir. Erhalte Zusatzinformationen für Datenbank. Genau. Galaxiekarte, da haben wir dann ein paar weitere Sektoren. Ja, wenn ich nur wüsste, wo die sind. Ich denke mal hier weiter oben. Oder ganz hier hinten, genau. Wir schnappen uns mal die Piraten. Nehmen uns die mal vor. Und dann schauen wir mal, ob es das was wird. Die wollen in Richtung Westtor, dann fliegen wir da auch mal hin. Die treten aber in einer ganz schön großen Masse auf. Ich denke mal, da werden wir sehr schnell Pirat, basta. Probleme bekommen. Schalten eventuell mal hier direkt auf unsere vollen Waffen. Aber das kann nicht schaden. Ziel ist nun in Feuerreichweite. So, und dann werden wir da mal ordentlich reinhalten. Das reicht. Nun können Sie was erleben. Die Familie Ronka und die So. Split-Dynastie erkennen ihre Wirkung. Ärger bekommen. Jetzt schlage ich zurück. Ne? Also mit der Bewaffnung sind wir echt Okay, dann zieh dich super, mal warm an. aber in super Position. Da haben die Piraten eigentlich keine Chance gegen uns. Und da haben wir auch gegen eine so große Übermacht. Leichtes Spiel. Sieht doch mal gut aus. Okay. Pirat Harrier. So, da.
Schalten wir mal auf weniger Waffen. Oh. Libelle. Wie, das war's? Warnung. Offenbar. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. Frachtraum enthält nun Libelle. Ja, dann haben wir jetzt gerade alle Piraten vernichtet, die sie gehabt. Astronaut. Dann hat da wohl jemand sein Schiff verlassen. Ja, das werden wir wahrscheinlich zerstört haben. Da ist gerade jemand ausgestiegen und in dem Moment haben wir das zerstört. Ja, so wird es sein. Na gut, den lassen wir dann mal hier fliegen. Der kann ja versuchen, mit seinen, irgendwo hinzukommen. Wohin auch immer er möchte. Da werden wir uns nicht anmaßen, ihn da jetzt zu zerstören. Das machen wir nicht. Aber genau, wir wollen da hier mal mit dem Ausrüstungswerk hier, Isar's Dock, handeln. Gelandete Schiffe, wo ist denn unser Schiff? Unser Bussard. Achso, das ist gerade auf dem Weg dahin, genau. Und bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, dass man das Schiff da verkauft. Ich glaube eigentlich eher nicht, aber vielleicht geht's. Vielleicht oder sind das so einfach Erinnerungen. Erinnerungen aus dem vorherigen Teil. So, Ausrüstungsdock, gelandete Schiffe. Und dann nehmen wir unsere Bussard, die mit der Station handelt. Ja, und sie kann es leider nicht. Schade. Ich glaube, das Schiff hat auch nichts an Bord. Ja, außer deren Erweiterung hier. Ja, damit kann man nichts. Produkte werden nicht gekauft. Hier. Ja, eine Bussard ist jetzt auch nicht besonders toll hier. Bussard ist doch eine M4, ja. Wo ist denn dann die nächste Werft? Wir können ja mal jemanden ansprechen, der hier auf dem Weg ist. Eins der Schiffe da unten vielleicht. Zu weit entfernt. Nehmen wir mal den da unten. Den Waffenhändler. Sie wollen Profit? Klar, die wollen Sie nicht sprechen. Na dann nicht. Ja, sehr freundlicher Kerl. So, kommen wir dem mal ein bisschen näher, dem da unten. Kommunikation. Ah, okay, danke. Dann ist das vielleicht doch hier in Hatikvas Glauben. Nee, da kann es nicht sein. Nupileus Memorial, dann muss es irgendwo dahinter sein. Hinter Hatikvas Glaube, also dann im Osten. Na gut, dann müssen wir unser Schiff da hinschicken. Unser soeben erbeutetes Schiff. Ja, also unsere Waffen gerade, die haben ja richtig gute Arbeit geleistet. Da waren die Falken wirklich überhaupt kein Hindernis mehr. Erreiche System, Hatikvas Glaube. Also da hinten ist das Osttor. Dann sehen wir da hinten. Oh, das ist ein Xenon. So, jetzt gäbe es hier einen Versuch zu starten. Wir überschreiben hier einen Speicher und dann gehen wir da mal auf Tuchfühlung mit den Xenon. Schalten alle unsere Waffen ein und vielleicht auch tatsächlich alle. Wir fliegen erstmal darüber. Schalten natürlich erstmal Ziel Aufschaltung ein. Xenon P. So, dann geht's los. Oh, das ist ein großes Schiff. Energielevel niedrig. Das war ein Riesengerät. Xenon M. Kein Ziel. Xenon L. Xenon L, das heißt wohl, das ist rot. Oh ja. Da müssen wir laden. Okay, das waren zu viel. Da sind die Xenon doch zu stark für uns. Da müssen wir darauf warten, dass es weniger werden. Mit einem einzelnen Xenon kommen wir klar, auch mit zwei oder drei. Aber es waren dann wohl doch zu viele auf einmal. Unsere Schilder haben da nicht durchgehalten.
Dann fliegen wir gleich nicht zu den Xenon, sondern biegen ab, machen das mal direkt und fliegen in Richtung, ich glaube in Richtung Osten dann da hinten. Machen wir vorher mal die Karte auf. Und in Richtung Osten wollten wir ja sowieso fliegen, einfach mal um festzustellen, ob es da hinten tatsächlich eine Werft gibt. Was ist da hinten? Noch mehr Xenon-Schiffe. Wenn es nur eins ist, ist es kein Problem. Ah, das sind Piraten. Keine Asteroiden im Weg, das ist okay. Also, was heißt okay? Das ist sehr gut. Piratenfalke. Oh, ein Kark Interceptor. Wo ist denn der jetzt wieder? Der kommt jetzt. Ah, das ist ganz oben. Das ist ein Xenon. Das sind alles Piraten. Oh Mann, das ist aber eigentlich ein sehr geplagter Sektor hier, hat Tik was, glaube. Haben wir da unser Schiff überhaupt durchschicken können? Ich wage es zu bezweifeln. So, dann haben wir ja auch noch Yakis. Oh Mann. Und was ist da hinten? Feuerfalter und Kristalle. Na gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Also erstmal sind da hinten Piraten. Da lohnt es sich ja immer mal Pirat reinzuschauen. Buster. Jo, Pirat Buster, genau. So, die werden wir gleich. Pirat Falke. Na? Jetzt machen Sie sich auf etwas gefasst. Ah, dann dreht die erstmal um. Sehr gut. Falke. Hi. Na komm. Doch, Tor Aladlas Hügel. die Kollegen werden ihn jetzt erwarten. Der kommt aber nicht. Naja, dann fliegen wir mal weiter in Richtung Osten. Oder eigentlich, ja, eigentlich will ich ja gar nicht in den Osten. Ich will ja lieber weiter in den Westen, um da den Piraten wieder näher zu kommen. Oder zumindest den Wegen, die wir da schon Erreichesystem ausbaldowert Aladlas haben. Hügel. Wir sehen hier Piraten, Piraten, Piraten und Xenon da unten. Oh Mann. Aber da vorne, das ist doch eine Argon-Station. Freie Argon-Handelsstation. Guck mal einer an. Pirat, Und wir Buster. sehen Piraten. Yeah. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Die holen wir uns. Okay, Eine dann zieh Salve dich da mal rein. warm an. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, dank dir. Dafür wirst du nun büßen. Ja. Er hat ja nur noch Schilde. Aber wie? Ja. Pirat. Geduld zu Ende! Du gleich auch! Nee, nee. Split nicht Der hat zu spät aufgegeben. Der hat aufgegeben, aber zu Raumfliegen. spät. Nee, die befreien Kein wir. Ziel. Okay, dann fliegen wir mal in den Sektor rein. Oh, da oben ist ein Schiff. Argon. Nahrungsmitteltransport. Was ist denn das da oben Leguan. für eins? Xenon. N. Xenon N. Den holen wir uns. Den greifen wir an. Und wir versuchen hier die Argonen vor den Xenon zu beschützen. Der ist auf dem Weg in Richtung Süden. Naja, gut, der scheint uns aber auch irgendwie davon zu kommen. Fliegt durchs Tor. Na, schade, dann kriegen wir den nicht mehr. Fliegen wir hier. Kein Ziel. Wie fliegen wir denn? Fliegen wir in den Sektor? Asteroid. Wir könnten hier mal. Ja, wir fliegen mal weiter in den Sektor rein. Und werfen dann einen Asteroiden, nein, nicht einen Asteroiden, einen Satelliten aus. So, fliegen erstmal ohne Karte weiter. Ich will jetzt hier nicht riskieren, noch in einen Asteroiden reinzufliegen, aber jetzt sehe ich doch, dass die noch weit genug entfernt sind. Können wir hier wohl mal wagen, einen auszuwerfen. Und wir werfen einen aus. Erweiterter Satellit ausgeworfen. Super.
Da haben wir auch einen Osttor. Wisst ihr was? Da fliegen wir mal einfach hin. Tor Akelas Leuchtfeuer. Ja. Ich will eigentlich gar nicht so weit. Ich will doch wieder hier vorne zu Priesters Gnade und Dennas Chance und Nupileus Memorial. Ich will jetzt nicht weiter in Richtung Osten. Wir fliegen wieder in den Westen. So machen wir das. Wo ist denn das Westtor? Da hinten. Wir benutzen unseren Sprungantrieb. So machen wir das. Sprungantrieb. Moment, gibt es hier denn irgendwo Energie zu kaufen? Sonnenkraftwerk. M-Alpha. Fliegen wir da mal hin. Sonnenkraftwerk. M. Antworterlaubnis erteilt. So. Autopilot Dann kaufen wir aktiviert. uns da Energiezellen und fliegen dann mal weiter. Und jetzt sehe ich, da haben wir schon wieder ganz schön viel Zeit damit verbracht, hier nur durch die Gegend zu fliegen. Sind wir schon wieder fast am Ende der Folge. Was machen wir denn da? Moment mal, wir können mal schauen, ob hier irgendwo gerade jemand in der Nähe ist, den wir mal fragen können, wo hier eine Werft ist. Na, keine kommen möglich. Dann fragen wir mal an Bord der Station. Ich glaube, da könnten wir auch jemanden fragen. Machen wir das mal. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön. Verbindungs. Hallo, Hallo. willkommen bei der Informationsstation. Womit kann ich Ihnen helfen? Oh, Erz wird was? benötigt, um Waffen, Schilde, Quantumröhren und bestimmte andere Güter herzustellen. Aha. Was ist denn das hier für Hilfe? Wo kann ich mobiles Bohrsystem rein, Mineralienkollektor kaufen? Naja gut, sowas interessiert uns nicht. Kann ich irgendwie Ihuna helfen? Rama. Ja, wo finde ich die nächste Kein Schiffswerft? Problem. Einfach durchs Südtor. Südtor? Hier gibt es noch einen Südtor. Tatsächlich. Das Problem wird sein, unser Schiff, das wird hier gar nicht erst durch Hatikvas Glaube kommen. Jetzt müssen wir fast schon hier durch den Teladi-Raum in Richtung Norden schicken. Wo haben wir denn hier eine Station, eine Werft? Teladi Schiffswerft, da müssen wir es hinschicken. Und dann gibt es hier noch irgendwo eine? Nee. Dann schicken wir das Schiff, das hier gelandet ist, Navigation, Docke an. Profitbrunnen, Schiffswerft. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, dann ist das da jetzt auf dem Weg. Und wir schauen noch mal in unseren Besitz rein. Wie sieht's denn aus mit mit unserer Merkur? Die soll ja, Moment, wo haben wir die? Ihr Merkur-Tanker. Warum ist die denn wieder nicht auf Tour? Handel. Start der Sektorhandel in Herons Nebel. Kommando akzeptiert. So, die handelt. Was handelt sie jetzt? Hat wahrscheinlich nicht zu handeln. Ah. Ich glaube, das ist das Problem. Dann müssen wir sie vielleicht in den nächsten Sektor schicken. Gucken da mal einen Moment lang zu. Wir können mal auf unseren Kontostand schauen. 1,8 Millionen. Das sieht doch mal gut aus. Dann schauen wir mal, was wir hier kaufen können. Energiezellen, genau, da wollten wir ja zuschlagen. 15 brauchen Energiezellen wir. gekauft. Und dann schauen wir nochmal in unsere Besitztümer. Dann dürfte doch jetzt eigentlich mal. Ah, die hat immer noch kein Ziel. Immer noch nicht zu kaufen. Schauen wir mal. Wir können mal schauen. Argon Prime vielleicht. Oder wir lassen die hier. Stellen hier ein, dass die. Stellen hier Handel von Hand ein, aber ist auch nicht unbedingt das Wahre. Eigentlich müsste die doch hier Erz kaufen. Moment, wo ist das Schiff? Ist das in Heimat des Lichts? Wo ist denn unser Schiff hin? Hier Merkur, der ist da hinten. Ne, Moment mal. Persönliches Besitztümer. Das Schiff, das hier ist in Herons Nebel.
Herons Nebel. Wieso war das denn gerade dann nicht da? Moment, Herons Nebel ist hier oben, da. Das ist irgendwo gelandet. Herons Nebel, das müsste doch hier einfach, ja, das könnte doch hier mit Erz handeln. Das ist doch überhaupt kein Problem. Warum macht denn das nicht? Das, was es könnte. Komisch. Reime. Delixianischer Weizen und Energiezellen. Torpedos. Feuersturm und Hornisse. Fleischblöcke, Erz, Silizium, Energiezellen. Ich schaue mir gerade schon mal an, was man hier für Waren bräuchte. Ich habe da nämlich im Auge, eine Station in Trantor hinzusetzen, die eventuell was wie Quantumröhren herstellt. Schauen wir mal, was eine Quantumröhrenfabrik hier benötigt. Ja, Energiezellen, Corona-Fleischblöcke, Erz, Silizium. Oder eben Raketen wären auch nicht schlecht. Kampfdrohnenmanufaktur. Ja. Okay, gut. Ja, ich glaube, das schauen wir uns nochmal genauer an. Unser Schiff in Herons Nebel ist immer noch in Herons Nebel und macht nichts. Deswegen schicken wir das Schiff dann jetzt mal. Wo haben wir es? Kommandokonsole, Handel in Argon Prime, Heimat des Lichts. Kommando akzeptiert. Okay, dann ist das andere Schiff jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen weiter im Norden unterwegs. Das hatten wir in Tukuks Bad, haben wir das geholt. Ach, das ist auf dem Weg in Richtung Westen. Gut. Dann passt das soweit erstmal und wir machen jetzt an der Stelle eine Pause. Haben wieder eine Menge erkundet und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!